Hallöchen! Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar diesmal geht es wieder um Nagellack. Ich war bei Kaufhof gewesen und habe da dieses Nagellack-Set gesehen von Shades of Grey von der Marke OPI. Ich würde sagen, passend zum Filmstart, ne, probiere ich es doch direkt mal aus. Ich habe selbst noch nicht gesehen, wie es auf den Nägeln aussieht, aber die Farben sprechen mir persönlich schon total zu. Ich werde es jetzt sehen, ihr werdet es jetzt auch sehen und viel Spaß damit. So, als erstes kommt der Dark Side of the Moon drauf. Und danach den wunderschönen My Silk Tie. Dann die einzig rote Farbe, Romantically Involved. Dann kommt der Cement the Deal. Und zum Schluss der Embrace the Grey. Und der Glitzertopper Shine For Me. So, kommen wir nun zu meinem Fazit von dem Shades of Grey Set. Also ich persönlich fand beim Auftragen, dass der Lack ein bisschen flüssig war. Ich kenne das so nicht, aber gut, man muss dann halt noch so ein bisschen Feintuning machen, damit es auf der Nagelhaut nicht mehr zu sehen ist, aber das muss man ja bei fast allen Nagellack. Dann finde ich die Farben an sich super, super schön. Allerdings braucht man hierfür zwei Schichten, was ich auch nicht so kenne, aber mein Gott, ist halt einfach so, ne? Warum soll man sich beschweren? Weil die Farben sind 1A, der Auftrag ist gut, also so wie immer. Nur der Deckel halt zum Auftragen ist ein bisschen sehr klein. Das ist ein bisschen ungewohnt, weil ich es halt auch nur ein bisschen größer kenne. Aber mein Gott, ein Mensch ist ein Gewohnheitstier und warum soll man sich daran nicht dran gewöhnen können, nicht wahr? An sich, ich finde die Farben super. Es macht mir sehr, 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 sehr vielfältig, also vielfältig in den verschiedenen Grautönen aus. Ja, Shades of Grey, perfekt und der Film kann kommen und ich freue mich schon aufs Kino. Tschüssi!